Herzlich willkommen bei Hinter den Kulissen der Salzburg AG aus dem wunderschönen Lungau. Die Salzburg AG als Greentech-Unternehmen produziert jetzt schon 100% sauberen Strom aus erneuerbarer Energie. Grund genug für uns, eine Highlight-Tour durch den wunderschönen Lungau zu machen. Und hier schauen wir uns so einige Kraftwerke an und starten hier in Hintermoor. Im Kraftwerk Hintermoor ist Markus mit Johann Fuchsberger, dem Betriebsleiter der Salzburger AG-Kraftwerke im Lungau, verabredet. Servus, grüß dich, hey. Servus, vierte, grüß dich. Ich habe heute unseren Zusehern versprochen, dass wir eine Wanderung durch die Wasserkraftwerkslandschaft der Salzburg machen. Und ich glaube, da bist du der richtige Guide für mich heute, oder? Ja, unbedingt. Du bist da schon beim Kraftwerk Hintermoor. Das ist unser größtes Kraftwerk. Und das möchte ich dir jetzt gleich als erstes zeigen. Starten wir durch, oder? Unbedingt. Highlight-Tour ist angesagt. Sehr gut. Schau her, wunderbar. So, das Kraftwerk Hintermoor ist ja etwas ganz Besonderes, oder? Ja, das Kraftwerk Hintermoor ist unser größtes Kraftwerk in Lungau. Und es sind die wesentlichen, die wichtigsten Anlagenteile im Berg eingebaut. Und wir befinden uns jetzt zum Krafthaus, das im Berg eingebaut ist, im Zugangsstollen. Und da gehen wir jetzt hin. Das ist schon richtig kühl herinnen, ja, und es hallt also richtig, ja. Ja, richtig cool, ja. Man merkt es richtig, dass wir im Berg sind. Ja. Immer draußen, wo es heute so schön Wetter ist. Du, und das Kraftwerk Hintermoor ist ja nicht das Einzige, was die Salzburg als Greentech-Unternehmen im Lungau betreibt. Nein, wir haben insgesamt 4 Kraftwerke. Mhm. Im Murtal noch 2 weitere, das Kraftwerk Murfallwerk und das Rot-Gülten-Kraftwerk. Und in Zederhaus haben wir auch eines, das Kraftwerk Zederhaus. Wir haben ja von einer Highlight-Tour gesprochen. Jetzt, glaube ich, sehen wir ganz was Besonderes, oder? Ja, wir sehen die Maschinenhalle, die alles im Berg integriert ist. Und das schauen wir uns jetzt an. Wunderbar. Danke dir. Wow. Die Maschinenhalle liegt mitten im Berg. Das Wasser strömt durch die großen blauen Rohre herein und trifft hier auf das Turbinenrad. Damit wird der Generator angetrieben und sauberer Salzburger Strom erzeugt. Aber wo kommt das Wasser für das Kraftwerk eigentlich her? Markus und Johann machen sich auf den Weg zum Rot-Güldensee. Der liegt rund 600 Meter oberhalb des Kraftwerks, mitten in einem schönen Wandergebiet. So, mit dem Auto ist es jetzt ratzfatz gegangen, aber man kann ja in Wirklichkeit ja auch raufwandern. Ja, freilich, wir sind mit dem Auto aufgefahren, aber das ist natürlich auch ein schöner Wanderweg. Wir sind jetzt beim Speicher Rot-Gülten, beim Rot-Gülten-See, und da ist auch eine Hütte herum, die Rot-Gülten-See-Hütte, und da kommen die Leute gerne rauf. Das war ja früher kein See, soweit ich weiß, oder? Da war ja nur kleine Locken da unten. Ja, es war ein ganz kleiner See, und der ist das erste Mal in den 50er Jahren aufgestaut worden und dann in den 90er Jahren, Ende der 80er Jahre wieder erhöht worden. Und dann ist das Kraftwerk Hintermoor entstanden. Es gibt jetzt 2 Seen, den oberen und den unteren. Und dazwischen ist ja eine ganz besondere Grenze, glaube ich, oder? Ja, genau. Wir sind jetzt beim unteren Rot-Güldensee. Der ist als Speichersee ausgebaut. Und der obere Rot-Güldensee, der ist da oben. Der liegt oberhalb. Und genau zwischen oberen und unteren Rot-Güldensee verläuft die Grenze vom Nationalpark Hohe Tauern. Und Moor ist auch eine Nationalpark. Gemeinde, weil der Nationalpark reicht auch in den Lungau. Wir sprechen hier heute von Highlights. Du hast noch ein Highlight für mich vorbereitet. Genau, ja. Und zwar muss ja das Wasser, das was wir durch die Turbinen abarbeiten und Strom für unsere Kunden produzieren, das muss ja irgendwo vom See rausfließen. Und das ist da bei uns so situiert, dass das am anderen Ende vom Speicher ist. Dort ist das Einlaufbauwerk und dort fließt das Wasser dann durch einen Druckstollen und dann Schrägschacht dann ins Kraftwerk Hintermoor, und da waren wir eh vorher. Zum Einlassbauwerk am anderen Ende des Rot-Güldensees gibt es nur einen Weg, direkt übers Wasser. Markus und Johann machen sich mit dem Boot auf und genießen richtig das schöne Sommerwetter. Sag mal, wie tief ist jetzt der See eigentlich wirklich? Der See ist 75 Meter tief und hat eine Seefläche bei Vollstaub um die 42 Hektar.
Jetzt habe ich es ja geschafft, dass ich auf 1700 Meter komme, bin Bootal fahren gewesen, aber was tun wir jetzt eigentlich da wirklich? Ja, wir sind jetzt da zum Einlaufbauwerk gefahren, weil man das nur mit dem Boot erreichen kann. Und du musst dir das ja so vorstellen, das Wasser muss ja vom Speicher auch zum Kraftwerk hinten mal runterkommen. Und da ist der Punkt, wo praktisch das Wasser aus dem Speicher in den Stollen reinfließt und runter zum Kraftwerk hinten mal, ja. Okay, jetzt haben wir deine Stahltür, eine ganz schwere. Ich hoffe, du hast einen Schlüssel mit. Selbstverständlich. Jetzt war es jetzt besser. Ja, das kann passieren. Aber du wirst mir jetzt nicht wirklich weismachen, dass ich jetzt mitten im Gebirge stehe, ja, und da ist ein Lift. Ja, sicher. Du musst dir das so vorstellen. Wir haben ja da dann das Seeniveau, kann man sagen. Und der Einlauf vom Triebwasserweg ist ja 60, 70 Meter weiter unten. Unter dem Wasserspiegel quasi. Ja, genau. Und da musst du runterkommen. Und die baulichen Gegebenheiten sind ja da beengt, da kannst du keinen Sturm runterbauen. Ja. Und da ist halt damals das optimiert worden. Und wie kannst du das optimieren? Natürlich mit einem Lift. Ein Lift, ja. Mit einem Lift. Dann, da steigen wir jetzt davor. Also das ist quasi unser nächstes Highlight. Und wie weit geht es jetzt runter? Ja, da geht es eben ca. 70 Meter runter und der Lift ist 70 Meter hoch. Das heißt, einer der höchsten oder tiefsten oder wie sagt man dazu in Österreich, oder? Sicherlich einer der höchsten Lifte im Gebirge. Im Gebirge, so muss man dazu sagen. Genau. Da geht es also runter. Ich hoffe, dass wir jetzt stecken bleiben jetzt mit dem Lift. Nach dir, bitte. Ich überlege mir gerade, ob ich überhaupt mitfahren soll. Ja. In Sicherheitsknopf gibt es her, oder? Ein bisschen eng war es schon da drinnen, muss ich sagen. Ja. Aber wir fahren auch nicht alle Tag. Ja, aber auch für mich ist es auch noch, das sag mal. Das schaffen wir. Was haben wir da jetzt Tolles? Ja, wir sind jetzt dort beim Einlaufbauwerk. Und das ist jetzt auch so, dass das Wasser unterhalb, unter der Betondecke, wo wir stehen, fließt praktisch das Wasser in den Stollen rein. Mhm. Und natürlich braucht es auch Sicherheitseinrichtungen. Du brauchst da Absperrorgane, Absperreinrichtungen, dass man da den Wasserweg abschließen kann. Klar, und ja, da stehen wir jetzt davor. Das ist so ein genannter Einlaufschütz, der Betriebs- und Reserveschütz. Und die zwei sichern wir einen sicheren Betrieb und im Bedarfsfall machen wir dann den Tour und der Wasserweg ist abgesperrt. Mit wie viel Bar schießt jetzt nachher das Wasser unten ins Kraftwerk rein, ins Kraftwerk Hintermoor? Ja, im Kraftwerk unten haben wir einen Höhenunterschied von 600 Meter. Also im Kraftwerk haben wir dann 60 Bar, was die Anlage da liefert. Ja, das ist nicht, ja, nicht ohne. Das ist kein kleiner. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein absolutes Highlight des heutigen Tages. Ja. Zuerst am Berg auffahren und dann wieder 70 Meter runterfahren mit dem Lift. Richtig cool, danke. Gerne, jetzt fahren wir wieder. Ja. Klaustrophobie wartet wieder auf mich. Yeah. Also grüner geht wirklich nicht mehr für ein Green-Tech-Unternehmen wie die Salzburger. Das war eine Sonderausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburger aus dem wunderschönen Lungau. Und eins kann ich Ihnen versprechen, ich freue mich auf das nächste Mal.